Aus Angst vor politischer Repression war er nach Taiwan umgesiedelt, der Hongkonger Buchladenbesitzer Lam Wing-Ki. Doch vergangenen Dienstag wurde er hier Opfer eines Farbangriffs. Am Morgen des 21. hat ein Unbekannter den Buchhändler beim Frühstück in einem Taipeher Café von Kopf bis Fuß mit roter Ölfarbe überschüttet. Die Beamten sichern Indizien, während Lam seine Klamotten wechselt. Auch beim Versuch, seinen Hongkonger Laden Causeway Bay Books in Taipei zu eröffnen, wurden Lam Steine in den Weg gelegt. Jemand hatte bereits ein gleichnamiges Handelszeichen eingetragen und protestierte gegen Lams Verwendung des Namens. Lam hält mit seinem Verdacht nicht hinterm Baum. Der Buchhändler und Verleger lässt sich nicht einschüchtern und hat die Neueröffnung von Causeway Bay für den 25. April angekündigt.